Hallo zusammen, heute werde ich mit euch diesen 3D-Schwan machen. Um genau diesen hier zu machen, brauchen wir 2 blaue für die Augen, 2 orangene, 6 schwarze und 117 weiße Gummiringe. Ihr braucht für den Bogen einen Pfeifenreiniger, ihr könnt wie bei dem hier weniger Schwarz im Gesicht benutzen oder wie bei dem hier eine Ente draus machen oder eben hier eine Kanadagans. So fangen wir an mit dem in der Mitte. Als erstes machen wir die Flügel, einen habe ich schon gemacht. Ihr klickt das Video auf Pause und macht dann den zweiten gleich nach. So, als erstes nehmen wir einen Ring, den wir auf die ersten 2 Stifte in der Mitte setzen. Und dann gleich noch ein zweiter. Vom zweiten geht's dann diagonal nach links. Und das auch auf der anderen Seite. Dann geht's noch eins nach unten. Und jetzt geht's eins auf der rechten Seite runter. Und dort vom rechten dritten auf den vierten mittigen Stift. Auf der linken Seite geht's 3 weiter runter. Dann in der Mitte noch eins vom vierten zum fünften. Dann diagonal vom fünften in der Mitte auf den fünften linken Stift. Dort geht's dann noch eins weiter runter. Und dort verkuppeln wir den Stift, indem wir den Ring 4-mal herumwickeln. Jetzt nehmen wir einen einzelnen Ring, verkreuzen, verdoppeln und setzen es in einem Dreieck auf den Rahmen hier. Das dient dann zum Halt. Dann nehmen wir den nächsten Ring, verkreuzen, verdoppeln und setzen es diagonal vom vierten linken Stift auf den fünften mittigen Stift. Dann nehmen wir die Nadel, gehen hier rein und ziehen den unteren Ring hoch über den Stift auf den nächsten Stift. Somit entsteht dort eine drehenartige Form. Das gleiche machen wir dann für den nächsten und machen eine Träne hoch. Dann machen wir die linke Seite, um weitere Tränen zu machen. Hier machen wir bei der Reihe in der Mitte weiter. Dann machen wir hier eine Träne nach oben. Und machen da weiter bis zum zweiten mittigen Stift. Jetzt machen wir die mittige Reihe noch fertig bis zum ersten mittigen Stift. So sollte jetzt alles aussehen. Jetzt können wir es vom Rahmen abnehmen. Ihr könnt es jetzt zur Seite legen und in der Zwischenzeit das Video auf Pause machen und euren zweiten Flügel machen. Jetzt werden wir die Füße machen. Dafür nehmen wir 2 schwarze Ringe. Den einen wickeln wir 4-mal um die Nadel. Den nächsten Ring verkreuzen und verdoppeln und dann die auf der Nadel auf den verdoppelten setzen. Beide Enden auf die Nadel setzen und alles auf einen weißen Ring ziehen. Das gleiche für den anderen Fuß. Viermal um die Nadel wickeln. Den nächsten verdoppeln und die auf der Nadel auf den verdoppelten ziehen. Und das alles dann auf einen weißen Ring ziehen. Ihr könnt die Füße auch größer machen, aber das ist die Größe, die ich persönlich bevorzuge.
Jetzt kommt die Farbe Blau für die Augen. Den einen Ring wickle ich viermal um die Nadel, den anderen genauso und beide jeweils auf einen weißen Ring ziehen. Die werde ich erstmal zur Seite legen. Jetzt kommt der Schnabel. Dafür nehmen wir einen orangenen Ring, setzen ihn auf unseren Rahmen von einem Stift mit einer Kreuzung über den nächsten Stift. Dann machen wir da noch eine Kreuzung und ziehen den Ring über beide Stifte zurück. Denselben Ring kreuzen wir wieder nach rechts und setzen es wieder bis zum Anfangsstift. Jetzt haben wir zwei Kreise oben über zwei Stifte und ein X unten. Jetzt gehen wir hier in das X hinein und ziehen es über den Stift in die Mitte hin und dasselbe auf der anderen Seite. Jetzt bringen wir die Ringe von beiden Stiften auf die Nadel. Das ist die vordere Seite vom Schnabel. Jetzt nehmen wir einen weiteren Ring, verkreuzen, verdoppeln und setzen die vorher gemachten Ringe auf der Nadel auf den verdoppelten Ring. Jetzt nehmen wir einen einzelnen schwarzen Ring, verkreuzen, verdoppeln und setzen die orangenen Ringe auf den schwarzen Ring. Jetzt werden wir die eine Seite auf den Rahmen setzen und auf den ersten rechten Stift mit einer Kreuzung auf den zweiten mittigen Stift. So sollte es jetzt aussehen. Das nächste schwarze verdoppeln wir, setzen es mit einer Kreuzung vom ersten mittigen auf den zweiten rechten. Dann nehmen wir einen weißen Ring, setzen es normal vom zweiten mittigen auf den zweiten rechten Stift. So geht's dann in einem Viereck weiter. Jetzt werden wir mit der Nadel die unteren Ringe über die Stifte ziehen in Richtung Mitte. Dabei passen wir auf, dass wir auf jedem Stift zwei Ringe drauf lassen. Jetzt fügen wir auch unsere Augen hinzu, das eine auf dem ersten rechten auf den zweiten rechten. Das zweite Auge kommt dann auf die andere Seite drauf. Die anderen zwei restlichen bedecken wir dann normal mit weißen Ringen. Dann werden wir wieder die unteren Ringe über die Stifte ziehen und immer darauf achten, dass am Ende auf jedem Stift zwei Ringe übrig bleiben. Drücken alles nach unten. In der vierten Reihe nehmen wir zwei Ringe auf einmal und damit bedecken wir alle vier Stifte auf einmal. Als nächstes ziehen wir wieder alle unteren zwei Ringe über die Stifte in Richtung Mitte und wie immer zwei Ringe auf den Stiften übrig lassen. Dann drücken wir alles nochmal nach unten. Jetzt im gleichen Verfahren weiter zwei Ringe auf einmal nehmen, damit alle vier Ringe auf einmal bedecken. Und dann die unteren Ringe über die Stifte ziehen und immer darauf achten, zwei Ringe auf den Stiften übrig zu lassen. Das geht dann bis zur 15. Reihe. So, das war die 5. Reihe. Jetzt bei der 6. Reihe wieder alle bedecken mit zwei Ringen auf einmal. Und dann wieder alle unteren Ringe drüber. Jetzt mache ich weiter bis zur 15. Reihe und dann geht's dann dort weiter. Aufpassen, indem ihr das macht. Wenn ihr auf den Stiften keinen Platz mehr habt, könnt ihr dann das darunterliegende einfach zur Seite rausziehen, damit ihr euch mehr Platz macht.
So, das war die 15. Reihe. Wenn ihr euren Hals länger machen wollt, könnt ihr im gleichen Verfahren weitermachen. Jetzt werden wir einzelne Ringe verdoppeln und alle vier Seiten bedecken. Dann werden wir mit der Nadel die unteren Ringe über die Stifte ziehen, lassen dabei auf jedem Stift zwei Ringe übrig. Jetzt werden wir die vier Stifte erweitern, nehmen hier die Ringe ab und lege sie alle auf den zweiten linken Stift. Es ist ziemlich stramm, also vorsichtig dabei sein. Jetzt werden wir die ersten zwei Ringe vom ersten Stift abnehmen. Dabei müssen wir die zwei Ringe wählen, die zum ersten rechten führen, und die legen wir dann auf den ersten linken. Jetzt werden wir erstmal die ersten zwei Ringe abnehmen. Ich sehe aber, dass die zum zweiten linken gehören. Die werde ich dann erstmal einfach dort so stehen lassen. Jetzt werde ich die nächsten zwei Ringe abnehmen. Dann sehe ich, dass die zum richtigen gehören, zum ersten rechten. Und die werde ich dann rüberlegen zum ersten linken Stift. Die anderen können wir dann zurück auf den Stift legen. Jetzt werden wir auf der Seite hier die Ringe abnehmen, die auch zum ersten Stift gehören. Also ziehen wir die ersten zwei Ringe. Ich sehe, dass die zum linken hier gehören. Wir brauchen aber die anderen, also halten wir diese jetzt einfach so. Ziehen die nächsten zwei ab, sehe, dass sie zum richtigen gehören, nämlich zum ersten rechten Stift, und die werde ich dann weiter auf den vierten mittigen Stift setzen. Die anderen legen wir dann wieder zurück. Jetzt haben wir insgesamt von 4 auf 6 Stifte erweitert. Die zwei haben 4 Ringe drauf und die anderen haben 2 Ringe drauf. Jetzt werden wir alle Ringe mit einzelnen Ringen bedecken. Danach werden wir die unteren Stifte mit der Nadel über die Stifte ziehen und lassen bei jedem Stift jeweils 2 Ringe übrig. So, das erste hat 2 Ringe hier, die drüber gehen. Und das nächste hat 4, die drüber gehen. Das Wichtige dabei ist, dass egal wie viele es sind, immer 2 Stück auf jedem Stift übrig bleiben. Drücken alles nach unten. Das war die 17. Reihe. Jetzt werden wir wieder erweitern, nehmen hier die Ringe ab und setzen sie um auf den vierten mittigen. Jetzt werden wir den einen Ring vom zweiten Ring rechts abnehmen, der zu dem ersten führt, und setzen es um auf den dritten. Ich nehme also den ersten ab, schaue, wo der hingehört. Dieser gehört zum richtigen, also zum ersten, und den setze ich dann um, wie gesagt, auf den dritten Stift. Beim zweiten und dritten Stift sind jetzt auf beiden jeweils nur ein Ring drauf. Jetzt geht's auf der anderen Seite weiter. Dann nehmen wir auch den einen Ring runter, sehe, dass er zum mittigen vierten gehört. Wir brauchen also den anderen, lege diesen dann zur Seite. Den nächsten nehme ich dann ab, sehe, dass er zum richtigen gehört, also den ersten. Also kann ich den Ring auf den dritten legen. Und den anderen setze ich dann wieder zurück. Jetzt haben wir auf 8 Stifte erweitert. Jetzt werden wir die Flügel hinzufügen. Vom ersten Stift auf den zweiten mittigen Stift. Den anderen Flügel werden wir auf den rechten dritten auf den zweiten Stift setzen. Als nächstes nehmen wir einzelne Ringe, mit denen wir alle restlichen Stifte bedecken.
Danach ziehen wir mit der Nadel alle unteren Ringe über die Stifte. Die zweiten und die dritten Stifte auf beiden Seiten haben nur einen Ring, der rüber gezogen werden muss. Das Wichtige dabei ist wieder, dass auf jedem Stift jeweils zwei Ringe übrig bleiben. Drücken alles runter, das war die 18. Reihe. Jetzt bei der 19. Reihe kommen die Füße dazu, den einen vom 2. auf den 3. und der zweite Fuß kommt vom 3. auf den 4. mittigen. Den Rest werden wir dann mit einzelnen Ringen bedecken. Und dann wieder alle unteren Ringe über die Stifte ziehen und immer zwei Ringe auf den Stiften übrig lassen. Alles runterdrücken. In der 20. Reihe bis zur 22. Reihe werden wir genau das gleiche Verfahren machen, alle Stifte bedecken und dann alle unteren Ringe über die Stifte ziehen. Und dabei immer zwei Ringe auf den Stiften übrig lassen. Ich werde jetzt vorspulen, dass sich alles nur wiederholt. Das war unsere 22. Reihe. Jetzt werden wir alles vom Rahmen nehmen. Ich fange beim dritten rechten Stift an, alles abzunehmen und gehe dann gegen den Uhrzeigersinn und nehme alles nacheinander vom Rahmen ab. So, hier ist unser Schwan. Wenn ihr noch eine zweite Nadel habt, dann geht ihr da durch den Hals hindurch bis zum Unterteil raus. Dort nehmt ihr euren Pfeifenreiniger und zieht ihn zurück bis zum Hals hoch. Den Rest könnt ihr dann abschneiden. Dann werden wir den Schwan noch etwas vollstopfen mit weißen Ringen. Am besten ist es immer dieselbe Farbe beim Stopfen zu nehmen, damit sie dann später nicht durch die kleinen Löcher zu sehen ist. Nicht zu vollstopfen und aufpassen, dass ihr euch beim Draht vom Pfeifenreiniger nicht verletzt. Jetzt nehmen wir einen einzelnen weißen Ring und ziehen ihn durch alle Ringe auf der Nadel. Am Ende werden wir einen Knoten machen, dran ziehen. So, das ist unser Schwan. Da werden wir noch seinen Schwanz machen, gehen dafür mit der Nadel in die letzten vier Ringe durch, die oben liegen. Und dann nehmen wir weitere zwei Ringe auf einmal, verdoppeln sie
und ziehe sie durch die vier Ringe und dann beide Enden auf die Nadel. Nehmen einen weiteren weißen Ring, den wir wieder verdoppeln, und ziehen ihn durch die Ringe auf der Nadel. Dann nehmen wir unseren Knotenring und ziehen ihn durch die Ringe auf der Nadel. Dann gehe ich auf die andere Seite mit der Nadel rein, unter den Schwanz, wo der Knoten anfängt, und ziehe das andere Ende vom Knoten da durch. So, dann verstecken wir noch den Knoten in den Schwan rein. Dann schauen wir überall, ob noch irgendwas rausguckt, damit wir es wieder reinstopfen. So, das ist unser Schwan und dann können wir den Hals positionieren. Den Schnabel noch etwas zurechtzupfen. Die Füße etwas herausziehen, wenn euer Schwan nicht stehen kann und immer den Körper etwas kneten, bis er die richtige Form hat. Wenn er dann stehen kann, ist er dann fertig. Ich hoffe, er gefällt euch.